Hi Leute, ich melde mich hier live aus der YouTuber-WG und ihr habt das wahrscheinlich alles schon mitbekommen. Ich komme gleich zum Punkt. Es kommen fast keine Videos mehr und ich zeige euch jetzt einfach mal, woran das liegt. Ich habe mir die Kamera von Robin geklaut. Es geht jetzt los. Ey, die Klickerei macht mich wahnsinnig, Alter. Das macht mich alles so wahnsinnig. YouTuber, immer das Gleiche. Rumgeklicke und Geld gemache. Die sind so verloren, Alter. So verloren. Die sind, oh. Ich kann nicht behaupten, dass ich einen Hass auf YouTuber habe. Aber, alter Schwede. Doch. Die sind alle so verloren, da muss man einfach drüber knetschen. Die meisten, die wollen das vertuschen. Erzählt es nicht! Bitte sag mal nicht, was ich für kleine Fenster habe, die mich geklickt haben. 14, 15. Das bleibt unter uns. Ich hab eh ein schlechtes Gewissen. Alter, so ein Scheißpalaver kann sich doch kein Pimmel anhören. Habt wohin laufen, ey. Und dann wollen sie von den Kindern aber schön einen Zehner, einen Huni oder gleich einen Tausender für Merch und also Experimente. Alles verlorene Raften. Und dann wundern sie sich noch, wenn wir darüber reden, über die ganze Klickerei. So abgefuckte Raffzähne. Die gehören doch alle. Wisst ihr wohin? Auf Klippfisch, Alter. Meine Fresse. Dann machen sie Produktplatzierung. Ich sag ja immer wieder, die YouTuber sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Die sind raffiniert, weil die Fans ja sowieso jedes Video anklicken. Und dann verlieben die sich. Die sind so blöd. Und dann verlieben sich. Oh, das ist er. Das ist mein Freund. Der ist so geil. Oh, das war so cool. Das war ja so ein lustiges Video. Der ist ja so sympathisch. Alles abgefucktes Klickvieh. Hängen geblieben. Seid mir nicht böse. Und dann klicken sie fremd. Ich weiß es doch. Mich haben schon so viele angeklickt, die auch Bibi abonniert haben. Ich bin der letzte virale Emmes, Alter. Videos gemacht, die Klicks hatten. Oh, die sind so lächerlich. Die sind so fertsch in der Birne. Die Klickviecher. Die klicken von einem YouTuber zum anderen. Von Hübne nach Trübne. Und dann bringen die denen die Knete. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen und einen Adblocker installieren. Ich schwör's euch. Bitte, tut mir einen Gefallen. Klickt ja nicht ohne Adblocker. Alter Schwede, die sind so verlorene Giergriffe, Alter, glaubt's mir. Die stecken sich doch jeden Cent in den Schlüpper. Jedes Rämpfchen, das die fressen, ist von uns finanziert. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Fernsehgucker seid. Ich meine, jeder hat mal an einer Klötze rumgefriemelt, aber ich bin jetzt kein chronischer Klötzengucker. Ich klick richtig gerne. Klicken, das ist es. Schön die Scheiße viral gehen lassen. Klick, 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 klick. Views muss es geben. Die Maus muss klatschen. Der Bitbus muss schön unten an den Like-Button dran klatschen, Alter. Schön flatsch, flatsch, flatsch. Kommentare muss es geben. Das geilt die YouTuber richtig auf, Alter. Wenn es da unten klatscht und die Amazon-Links. Und dann sag ich immer, lass Dampf ab, kurf noch schön ein über meinen Reffling, kurf noch schön ein. Oh, und dann schämen sie sich, weil sie dann schön durch Fenster Kohle reingedämmelt bekommen. Die YouTuber, Alter, ohne Spaß, ey. Die machen, ja, da machen sie noch nachher so eine Gusche hier. Oh, meine Zuschauer, die sind mir aber peinlich. Wenn sie da aber schön durchgeklickt werden, das ist denen nicht peinlich. Das ist denen nicht peinlich, ne? Aber wenn sie dann auf der Straße von ihren Fans, ne, von denen erkannt werden, denen über den Weg laufen. Och, Tag, na wie denn? Oh, das ist mir so peinlich. Aber dreckige Placement-Kohle annehmen bis runter zum Nüschel. Das ist nicht peinlich, gell? Alter, schön Knete abschlucken, die Knechte. Meine Fresse. Alter Schwede. Ah, ich meine, so schlecht ist das Produkt ja gar nicht. Hier, so schlecht ist es ja gar nicht. Ja, so verlorene YouTuber, Alter. Und da wollen sie, ich soll asozial sein, weil ich darüber knetsche. Das ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch auch klicken, wenn die Scheiße nicht gekennzeichnet ist, die Raffzähne. Die lassen sich doch klicken.
Alter, wie oft habe ich ein Video angeklickt mit Placements, die nicht gekennzeichnet waren. Och, lass sie doch machen, das stört doch nicht. Oh, dann sind wir die Asozialen. Die sind die Asozialen. Die verlinken wie die Sau. Die verlinken, das kannst du keinem erzählen, die verlinken unten rum wie die Sau. Wie die Sau. Und mir klicken ja auch noch. Ja, aber weil sie es wollen, ne? Weil sie es wollen. Und dann gehst du in die Kommentare, da kommt ja eine Bumsmuffe hoch, Alter. Kloppen sie sich schön Schettel ein, die Fanboys. Macht ins Bett, Dreckwanst, Alter. Da kriegst du volle Brechreiz. Hör doch auf, ey. Die sind die verkackten Raften, Alter, ohne Spaß. Wenn sie dann schön Kohle in den Arsch gesteckt kriegen, das geilt sie doch noch richtig auf. Und dann schaust du, dann stößt du immer auf dieselbe Scheiße, immer auf dieselbe, weil sie vorher bei anderen schön abgeillert haben. Jeder macht die gleiche Scheiße, die billigen Raffzähne. Und dann werden sie flüssig, richtig schön flüssig, richtig Fettleber. Alter, ich liege jetzt hier, das sind normale Gedanken. Das ist, ich bin dann, nachher heißt es wieder, ich bin nicht ganz Rene, aber das ist doch die Wahrheit. Das sind Geschichten aus meinem Leben. Ich habe schon so viele Creator geklickt, die lassen sich ja so oft hinten, da sagen sie, da unten, kauft mir gleich alles weg, kauft mir alles weg, beeil dich schon mal. Wie sollst du denn da YouTube genießen bei so Geigelsprüchen, Alter? Die wollen doch geklickt werden. Da klickst du und dann ballerst du richtig einen Like-Button weg und dann ziehen sie eine Flippe. Alter, das ist doch nicht nochmal normal, ey. Ich reg mich gerade nicht auf. Aber es ist nicht normal, seid mir nicht böse. Schön das Merch, das muss in den Warenkorb klatschen. Jungs, ja wisst doch, was los ist, Alter. Da gehen sie steil. Doch da werden sie richtig kreativ. Machen sie die YouTuber-Pizza. Die YouTuber-Pizza. Schön spritzen, flatsch, flatsch, flatsch. Da kommt die Soße richtig drauf und musst es dir täglich reinditschen in die Larve, die geile Sau. Da musst es rein, batz, batz, batz. Schön reindachteln. Dann wieder klicken, weiter, weiter, immer weiter, immer weiter, die geile Sau. Und so können sie sich finanzieren, die Raften. Oh, oh, so ein Umsatz hatte ich noch nie. Oh, oh, geil, das ist der Arbeit fürs Leben. Nicht jeden Tag geackert, ne? Alter, ja, ja, die Sprüche, die kennen wir alle. Festet ja an Nüschel, die verlorenen Raffen, Alter. Ohne Spaß, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Genauso die Zuschauer. Die einen, wie du es als YouTuber machst, machst es verkehrt. Sind die Klicks nicht stabil, gehen sie dir fremd. Kennst doch so viele Fans, die sagen, ich habe da einen YouTuber, aber der bringt nichts im Netz. Das andere alles ist okay, aber zum Klicken holen sich dann richtig schön Assi, der schön nichts auf dem Kasten hat, aber dir schön Augen machen kann und schön Klicks hat, schönes Programm gibt, der sich nicht schämt, der sofort auch auf alle Social Media Seiten nimmt und so. Darauf stehen sie. Haben sie aber einen Channel, wo die Views abgehen wie Bolzen. Da sind sie natürlich nicht zufrieden. Da sagen sie, ach, früher warst du viel lustiger, du alle Wurstfunzel. Da drehen sie, egal wie du es als YouTuber machst, egal wie, du machst es verkehrt. Und genau deshalb werden in unserer Generation immer mehr Zuschauer enttäuscht, weil sie anspruchsloses Klickvieh sind. Abgefuckte Billige können noch so jung sein. Gerade die, wo nicht gut aussehen, richtige Hornchen sind. Die sind die, wo sich richtig durchklicken, weil sie nicht genug kriechen können, die ganzen Mutschekiebchen. Das ist es, glaub mir das. Und von erfolglosen YouTubern brauchen wir gar nicht erst babbeln, aber da kannst du eh in der Pfeife rochen. Die produzieren sich einen Frust an, weil sie keinen haben, der sie richtig durchklickt. Guckst du dir an, Alter, hör mir auf, touch das Thema gar nicht erst an. Ich reg mich schon wieder auf, ich krieg noch einen Puls, ey, ich reg mich nicht auf. Ich klickse und klickse, abonniert den einen und den anderen, wann ist mal einer bei dir, der in Ordnung ist, der korrekt ist, Kollabo machen will, der einfach mal die Gusche hält und der das macht, was ein erfolgreicher YouTuber sagt, weil ich habe einen Plan und die haben keinen Plan. Deswegen sind die so unglücklich, die Creator. Internet-Fame. Guckst du dir an, wo sie enden? Guckst du dir an? Och nö, nur am Flennen sind sie, die Creator. Hör mir auf, Alter, geh mir heme mit den Erfolglosen, Alter. Ich weiß, was ich tue. Ich klickse.
Ich klick die YouTuber, die inaktiv sind, die Zweit- und Drittkanäle haben. Ich klick sie, wie sie es brauchen. Geile Buden, da sind gute Kanäle dabei. Ich hab schon Klicks bekommen. Kann man mal machen, du. Mehr Klicks, wie ich Pisse habe. Ich habe mehr Klicks, wie ich Pisse habe. Kleiner Geige am Rande, aber im Prinzip ist es so. Kleiner Geige. Ich habe schon so gute Videos gemacht. Es waren auch ein paar Kontroverse dabei, ne? Aber richtig gute dabei gewesen. Und die haben meist richtig schön dicke Titten im Thumbnail. Die anderen halten's Maul. Sobald die erfolgreich sind, halten die's Maul. Die sind froh, wenn sie richtig schön durchgeklickt werden. Weißt du? So ist es. Genau so ist das. Nur so. Ohne Spaß. Ihr wisst, dass es so ist. Ihr gebt mir auch alle recht, weil ich habe die Courage, das zu sagen, dass YouTuber so abgefuckte, billige, kleine Raffzähne sind. Nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen, aber da dauert das halt nur ein bisschen länger. Da dauert das nur ein bisschen länger. Irgendwann lassen die sich doch auch so anklicken. Die sind so blöd, das ist immer das gleiche Programm. Oh Gott, ey, bei meinen Videos mache ich mal kein Clickbait. Aber was ist, dann hast du angeklickt und dann geht der Vorsatz wieder am Arsch vorbei. Es ist immer so, wenn sie geknackt werden, die Meilensteine, wenn sie geknackt werden, alle YouTuber sind gleich. Ob die gut geklickt werden oder ob die nicht zu Klicks bringen, ob die dicke Titten oder sonst was im Thumbnail haben. Ein YouTuber braucht keine Abwechslung, ne? Der braucht nur dicke Titten, egal ob rote Loten, ob schwarze Loten, ob blonde Loten, der braucht keine Abwechslung. Der braucht definitiv keine Abwechslung, um den Zuschauer zu befriedigen. Und die Zuschauer kommen damit auch super klar. Und sie spuren. Und wenn sie spuren, wenn der Creator sagt, hier, abonniere mich doch mal, teile mein Video mal, kannst mal hier einen Like-Button richtig durchnudeln oder irgendein Scheißgelumpe, was weiß ich. Aber mal einen Podcast reinziehen, nicht immer gleiche Scheiß hier, mal immer die gleichen Formate, ne? Mal ein bisschen flexibel sein. Wir haben in die Playlisten gegangen, ein bisschen Zeug geklotzt, was weiß ich. Nischt. Es kommt doch nicht rum. Es kommt nicht rüber. Machen Sie ihn auf anspruchsvoll, geben Sie sich, aber die sind so primitiv. Das gibt's gar nicht. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Wenn sie auch ein bisschen flexibler wären, mal zum YouTuber stehen würden, nicht immer rumklicken und abonnieren, den ganzen Kinderkram sich reinballern, da werden sie ausgenutzt. Die werden alle ausgenutzt. Von mir so, wenn sich der Fan korrekt verhält. Ich bin der liebste und beste Mensch. Aber sobald ich merke, es geht um die Klickerei, da mache ich die Scheiße richtig viral. Die meisten, die wollen nur rumklicken von einem richtigen viralen Hit zum nächsten. Und wenn die anderen YouTuber das sehen, ach, der Robin, nee, der hat keinen guten Ruf. Der war früher mal, der hatte mal einen Sexismus-Skandal, der macht Pranks. Da wollen sie natürlich nicht mit mir Kollabo machen, gell? Aber wenn es ums Geklicke geht, ach, der Robin, den musst du mal nehmen, den musst du für Crossprobe mal nehmen. Der klickt dich richtig viral, du. Das sind natürlich am Start, ob sie ein Netzwerk haben oder nicht. Kommen sie heimlich vorbei, haben sie schön was gesoffen, Mut angesoffen, kommen sie vorbei für Kollabo und lassen sich richtig durchklicken. Klick, 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 klick. Wie oft bin ich viral gegangen? Wie viele haben mich angeschrieben? Wie viele habe ich in die Trends gestoßen? Wie viele? Ohne Spaß, ich lüge nicht. Meine Fans, die wissen Bescheid. Ich habe sie schon, ich hab schon einige Klicks. Oh, und die ganzen Frauen, Alter, natürlich nur von meinen Fans, ne? Immer sind, also sind gute Leute dabei, das ist oberstes Gesetz. Ich würde nie von meinen Fans oder Groupies eben nicht bumsen, ne? Alter, aber es gibt so viele, ne? Da, von daher haben wir kein Problem. Naja, ich würde sagen, ich mach mal zum PC. Ich bin raus, Alter.